Hallo, da sind wir wieder. Diesmal Folge 10, Stinketinke ist da, ich bin da, immer noch Leighton Lake. Ich würde sagen, dann kann es ja losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer. Jetzt muss ich doch wieder nachgucken. Ich glaube 10. Wir sind immer noch auf Leighton Lake unterwegs. Ich hoffe, wir können heute mal ein bisschen hier Strom hochwärts, abwärts, ist ja auch egal auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir es heute bis dort oben hinschaffen und mal sehen, was so auf dem Weg alles herumgammelt. Jo, und schon geht sie los, die wilde Reise. Jetzt haben meine Hilde gesagt, wie komme ich jetzt auf Hilde? Es ist 10:02 Uhr, das ist auf jeden Fall eine. Wahrscheinlich gar nicht so geile Zeit, um loszugehen. Aber ne, was ist schon wirklich geil auf dieser Map? Einfach gar nichts. Also gehen wir einfach los. Und zwar möchte ich zuerst mal dieses eine Ding da entdecken, was auch immer das ist. Vielleicht haben wir ja mal Glück. ja, und treffen tolle Tiere unterwegs. Wobei ich auch ganz ehrlich glaube, es gibt einfach gar keine tollen Tiere auf dieser Map. Das sind alles Märchen, die ich da höre. Ich glaube, alle anderen Leute, die da Videos drüber machen, die erzählen da einen vom Pferd. Ohne Witz. Als ob es hier Tiere gibt, die toll sind. Glaubst du selber nicht? Vielleicht auf meiner Map nicht. Und auf allen anderen Maps. Vielleicht habe ich so eine Montagsspielversion, wisst ihr? So einfach vergessen, tolle Tiere reinzupatchen. Keine Dias und so. Eng. So. Ich habe auch immer noch die Quest, fotografiere zwei verschiedene Schwarzbären. In den Kommentaren habt ihr übrigens netterweise drunter geschrieben, dass die Quest früher wohl anders war. Da musste man als Familienfoto zwei Bären auf einmal fotografieren. Das scheint aber geändert worden zu sein, weil das ein wenig zu Verwirrung führte. Frag mich auch ernsthaft, wie man das machen soll. Ich meine, wie viele Bären haben wir hier getroffen? Mal kurz nachrechnen. Ich komme auf 1. Und alle anderen hatten halt einfach nur irgendwo Fußstapfen hinterlassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich immer der gleiche Bär war. So, wie Sie sehen, sehen Sie hier schon mal wie immer richtig nichts. Hier ist also schon wieder richtig was geboten fürs Geld. Aber wir sind das ja schon gewohnt. Der aufmerksame und geneigte Zuseher und Zuhörer dieser Serie weiß, dass es manchmal auch 12 bis 12.000 Kilometer dauert, bis man hier irgendwas vors Gesicht kriegt. Ich mache auf jeden Fall drei Kreuze mindestens, wenn ich irgendwann mal in diesem Leben eine ganze Map hier entdeckt habe und dann auch weiß, wo die Viecher stehen. Oh, guck mal. Siehst du, meckern muss man. Einfach mal schön rumnölen und dann wird da schon was mit den Spuren hier. Tada! Wenn jetzt einer lacht von euch, ne? Junge. Hasenspuren. Ja, Mann. Okay. Uff. Ich bin verflucht. Ernsthaft. Das kann nicht wahr sein, oder? Das kann einfach nicht wahr sein. So, zumindest ist da vorne mal so ein Steingerät. Das ist ja schon mal etwas. Ich würde halt gleich, wie eingangs schon gesagt, mit euch gerne zum nächsten Aussichtspunkt gehen. Einfach mal um zu gucken, ob wir noch eine andere Lodge finden oder so. Weil ich, ne, sonst, wir werden die Map sonst nie entdecken hier. Guck mal, das sind auch Fußspuren. Oh, mehr Spuren. War garantiert kein Hase. Alter, jetzt ist mir echt fast das Herz stehen geblieben. Also, sag mal.
rennst hier rum, denkst dir nichts Böses. Was war das? War bestimmt ein Elch, oder? Habe ich mich jetzt erschrocken? Oh. Ernsthaft? Und ja, ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, falls man das noch nicht mitbekommen hat im Laufe des Spiels. Das war schwierig gerade. Nun. Also irgendwo ist hier ein Elch, aber wir entdecken jetzt erstmal das Ding da. Und ich muss erstmal durchatmen. Mein Herz. Bin ich eigentlich der einzige Mensch auf der Welt, der sich in diesem Spiel jedes Mal so erschreckt? Wahrscheinlich. Hallo? Muss E drücken. E wie untersuchen. Klar. So. Mitte des 19. Jahrhunderts zogen über den 3500 Kilometer, also ungefähr so viel wie ich jetzt gerade gelaufen bin, langen Oregon Trail um die 400.000 Siedler in den Nordwesten. Die Bahnstrecke durch... wurde gebaut, um diese wachsende Bevölkerung zu versorgen. Entschuldigung. Die wachsende... Oh, wait. Ja, okay. Wir schneiden das raus, glaube ich. Oder so. Was auch immer. Ich habe also einen neuen Hintergrund entdeckt. Ah, ob ich das bis zum nächsten Mal noch weiß? Ich denke nicht. Okay. Das haben wir gemacht und jetzt geht's flockig weiter da oben hin. Ja? Keine Müdigkeit vortäuschen, einfach weiter durchs Gebüsch. Okay, nachdem wir das erledigt haben, möchte ich darauf hinweisen, dass da drüben bestimmt wieder irgendein Häufchen liegt. Das werden wir natürlich fachmännisch untersuchen, weil ihr wisst, wo ein Häufchen ist, ist auch ein Weg. Ach, das sind doch Hasenköttel, oder? Ach nee, es sind Weißwedelhirsche. Was? Okay. Verrückt. Als ob. Ah. Ich möchte gleich auch Kilometergeld beantragen, bitte. Oh, da sind Spuren. Ja, Junge. Endlich mal. Also die Map ist echt eher was so für Wanderfreunde, ne? Ich sag's, wie es ist. So, was gibt's hier? Elch. Elch. Gut, in der Theorie gibt's hier Elch, in der Praxis wie immer keine. Schön. Naja. Ein bisschen spazieren ging ist ja auch mal ganz nett. Ich verstehe schon, warum manche Leute... Naja, Hasen ist klar. Warum manche Leute einfach sich so einen Quad schnappen und einfach mal die ganze Map erkunden. Einfach, damit du dir die Latscherei im Endeffekt sparst. Würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, aber ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt ein Video mache, ist es immer so abartig laut. Das ist halt auch irgendwie, ich kriege da Brechreiz von, wenn ich auf komischen Quad sitze. Ich möchte ja nicht, dass ihr dann eure Tastatur bekotzt. Ich sehe schon in den Kommentaren. Liebe Roxy, wegen dir habe ich auf die Tastatur gekotzt. Meine Mama ist jetzt böse. Das ist auch nur wieder Karnickel. Ach komm, ey. Nachdem ich jetzt einsam und allein vor mich hingestapst bin hier und ich keinerlei Spuren unterwegs mehr gefunden habe,
nähern wir uns dem nächsten Fragezeichen. Das wird ja wahrscheinlich so ein Gerät sein hier, ne? Hoch, Sitz, Stand. Ja. Weiß ich nicht. Und wie beim letzten Mal erhofft, würde es dann hier sogar mal ein paar Spuren drumherum geben. Das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen vermisst, da bei dem Hochstand. Da war einfach mal nichts, aber war vielleicht auch einfach komplette falsche Uhrzeit, ich weiß es nicht. Da sind Kojotenspuren. Yay! Geil! Schön! Das bedeutet, dass man hier bestimmt ein bisschen was schießen kann zu entsprechenden Uhrzeiten. So, erstmal schön bauen, ne? 3, 2, 1. Puh, war anstrengend. Ich sag's, wie es ist. Wollen wir mal durchgucken? Dann lass mal Hund mal Sitz machen. Jetzt hampelt der da so komisch. Komm, mal gucken hier. Guck mal, da ist schon wieder Wasser. Wasser. Wasser immer super. Zumindest hier auf der Map. Gegen Weißwedel-Saufi-Saufi und so. Okay, cool. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Das heißt, wir marschieren jetzt zu dem Punkt, zu dem wir eigentlich wollten. Ob ich ihn auch markieren kann? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Doch, Wegpunkt setzen. Hä? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich weiß, das ist nichts Neues. Oh Gott, 2 Kilometer. Ja, dann let's go. Wollen wir am Wasser lang gehen? Ja, oder? Was sagt denn eigentlich die Uhr? Es ist 11.28 Uhr. Bin ich da noch in irgendwelchen Trinkzeiten drin? Habt ihr aufgepasst? Möglicherweise. Leute, ohne Witz, ne? Ich bin jetzt hier einen Kilometer lang gelatscht und habe einen einzigen räudigen Hasenschiss gefunden und der war noch steinalt. Jetzt habe ich wenigstens mal ein Bärli brumm gehört hier geradeaus. Und ich glaube, ich sehe ihn auch schon. Da. Ob ich da ein Foto von machen kann? Wir versuchen das mal. Weiß aber nicht, ob das schon zählt. Ich gucke mal, ob ich... wo habe ich denn meine Bärli-Brummtröte? Nee, da nicht. Da auch nicht. Ich bin so lost, oder? Junge! Bärli Brumm ist 5. Ah, nee. Warte, Bärli Brumm ist 6. Ach, komm. Ich will jetzt nicht jeden verschissenen Elch hier anlocken. Nein, nicht weglaufen. Ich muss doch ein Foto vom Bär machen. Ich weiß nicht, zählt das oder zählt das schon? Nee. So, ich lege mich jetzt hier auf die Lauer. Seht ihr Bärli noch? Komm, ich muss Foto machen, Bärli. Komm her. Da ist er. Nee, du sollst hier hinkommen. Boah, jetzt ist, glaube ich, gleich gut, oder?
Ja, der Umriss nützt mir nichts. Oh, oh, oh. Kuckuck. Oh, you found him. How about that? Now, Trampfine wouldn't agree with me, but black bears are fickle animals. Hallo. So you best keep your distance. Oh. That's it. That's what he wanted. Kommt der jetzt zu mir und beißt mich? Some kind of collection of black bear droppings. Now, what in the Sam Hill that's all about, I don't know. Da sammelt jemand Bärenkacke? He's wondering if you can help him out. Was, Bärenkacke sammeln? It seems some of the next samples he's after are from a group of bears down in Lake District. Trampfine won't set foot there. That's where Hope is camped out, as you know. And those two can't stand each other. Sag mal so, ne? Als passionierter World of Warcraft-Spieler macht man gerne mal Quests, wo man Scheiße einsammelt. Wer kennt das nicht, ne? Ja. Ja, ist gut, bitte. Muss man nicht gleich schreien. Bronze. Ich glaube, ich hätte auch nur einen Schuss. Also wäre okay gewesen, ne? Dein Baby Bärli. Okay. We take. Boop. Yeah. So, was hat jetzt da oben geblöckt? Das war ein Elch, oder? Wir probieren das einfach mal. Wollte ich jetzt die Elchtröte? Auf 5, gell? Vielleicht habe ich auch einfach nur mal wieder im Wind gestanden. Ich habe es nicht gesehen. Naja, eigentlich nicht. Schon gedacht, hier gibt es überhaupt keinen Bär mehr. Ohne Witz. Das war bestimmt so der Mitleidsbär vom Spiel. Die Mutter stellt der Alten mal einen Bär hin und fängt die an zu heulen. Nein? Sie möchten nicht? Okay, dann gehen wir weiter. Ich schwöre, ne? Irgendwann. Was ist denn mit diesem Spiel? Oh. Und warum habe ich es nicht gesehen? Wo ist es denn? Hallo? Kommen Sie? Oh. Weit kann der ja nicht sein hier. Ich höre ihn auf jeden Fall rumlatschen hier. Ist gar nicht so einfach, ne, mit dem ganzen Gebüsch hier. Sollen wir nochmal tröten? Komm, du willst es auch, hieß das. Kommt davon, wenn man immer die Tasten wechselt, hast du von Haus aus schon mal die anderen Sachen in der Hand. Immer die falschen. Echt schon weitergelaufen, aber der war doch so nah dran.
Kuckuck. Sehe ich ihn jetzt einfach nicht? Bin ich blind oder ist er weg? Da ist er. Ubala. Aber warum läuft er weg? Was hat ihn denn jetzt verscheucht? Ob der nochmal wiederkommt? Also ich kann ihn nicht verscheucht haben. Vielleicht kommt da ein anderer Elch. Ich würde ja mal gern wissen, ob hier Tiere untereinander sich verscheuchen. Ist euch sowas schon mal aufgefallen? Der trollt mich doch, oder? Ich habe auch nur gesehen, dass es ein Männchen ist. Ich habe nicht drauf geachtet, wie groß oder wie schwer oder... Ich glaube, der war nichts Besonderes. Glaube ich. Ich habe aber auch die Daten nicht im Kopf. Aber wie immer, ich blende es euch hier irgendwo ein. Ist da oben Bedürfnisgebiet? Das ist bestimmt das von dem Elch, oder? Elch. Dann, also eurer Theorie nach, ist das ja ein Single-Mann. Der müsste ja jetzt Bock haben, oder? Wenn ich jetzt hier mit der Elchtröte rumhantiere. Hast du Bock? Ich höre ihn aber allerdings auch nicht mehr. Dann stapfen wir so lange einfach mal hier hin. Elch. Immer der gleiche ist wahrscheinlich. Die Spannung steigt, meine Damen und Herren. Wird er den Elchtest bestehen? Ob wir, viel besser, ob wir jemals oben an unserem Aussichtspunkt ankommen, wenn das so weitergeht. Komm zu Mama. Sind da auch noch welche? Also mir wird der schon reichen hier. Bitte kommen Sie. Aber auch nicht. Leck mich am Arsch, ehrlich. Ja, ist richtig. Da steht er. Junge. Oh Gott. Nein, nicht das Spray. Oh Gott.
Da, 50 Meter waren es, oder? Hab ich mich jetzt erschrocken gehabt. Junge, das ist doch nicht euer Ernst. Ah, komm, Stinketinke. Ich glaube, der hat doch direkt gelegen, oder? Junge. Oh. Ich brauch so ein Pulsmesser für dieses Spiel. Das andere so bei Horrorspielen haben, sollte ich mir hier anlegen. Oh, Junge. Das ist aber noch ein kleiner, oder? Guckt euch mal die Schaufeln an. Das heißt doch Schaufeln, oder? Oh! Hä? Aber... Okay. Gut, ne? Wir, hä? Ah, ich habe ihm einfach die Wirbelsäule durchgeballert. Aber es ist ein kleiner. Oh, der Baby. Hab ich mich erschrocken. Okay, Junge. Puh, jetzt erstmal durchatmen, oder? So, schön in die Handtasche gepackt und weiter geht's. Elche anders will, ich sag's euch. Ja, nachdem ich jetzt auch wieder gefühlt 500 Kilometer gelaufen bin und original nichts und niemanden unterwegs getroffen habe, bin ich endlich gleich an der Lodge. Und nein, ich bin nicht durchgetrampelt wie eine Blöde. Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Uhrzeit hier, dass ich hier um die Zeit einfach nichts vor die Linse kriege. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir sind gleich an der Lodge und von da aus neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und sehen Sie in der nächsten Folge. Schön, ja, einfach so eine Hütte mitten am Arsch der Heide. Wey! Gute Nacht.